Zu den zentralen Fragen meiner Dissertation gehört diejenige nach der Bedeutung der jüdischen Kunsthändler und Galeristen beim Aufbau des Schweizer Kunstmarkts. Ich befasse mich darin mit folgenden Themenbereichen. Unter welchen Voraussetzungen der Schweizer Kunstmarkt entstanden ist, wie sich die Sammlerinteressen in der Schweiz gestalteten, woran sich die zeitgenössischen Künstlerinnen und Künstler in der Schweiz orientierten, woher die jüdischen Kunsthändler geografisch und auch sozial stammten, was ihre Motivation war, in den Kunsthandel einzusteigen, und ganz am Anfang steht die Frage, wie definieren wir im 19. und zu Beginn des 20. Jahrhunderts den Begriff jüdisch? Diese Frage leitet uns zu den wichtigsten Erkenntnissen über. Die Definition von jüdisch wurde weit gefasst, weil sich die jüdische Identität in den vergangenen 200 Jahren in ein breites Spektrum auffächerte. Es gibt liberale Juden, wie die Brüder Gustav und Leon Bollack. Es gibt säkulare Juden, dazu gehören zum Beispiel Heinrich und Justin Tannhauser sowie Siegfried Rosengart. Als modern orthodoxe Juden aus der israelitischen Religionsgesellschaft in Frankfurt sind Ludwig Chames sowie Isaac und Toni Aktuarius zu nennen. Im Fokus meiner Forschungsarbeit stehen diese und weitere Persönlichkeiten und ihre Aktivitäten als Kunstvermittler in der Schweiz. Etwa die Hälfte meines Buches ist dem Kunsthändler und Galeristen Toni Aktuarius und der Geschichte seiner Galerie in Zürich gewidmet. Die Rekonstruktion seiner Tätigkeit bildet dabei exemplarisch die Problemstellungen ab, mit denen sich ein Kunstanbieter auf dem Kunsthandelsplatz Schweiz zu jener Zeit konfrontiert sah. Der Zeitraum zwischen 1900 und 1950 lässt sich in drei Phasen unterteilen. Eine erste, kurz vor dem Ersten Weltkrieg, als Max Moos mit seiner Schwester Betty in Genf die Galerie Moos eröffnete und die Brüder Gustav und Leon Bollack den Salon Bollack in Zürich gründeten. Eine zweite Phase ist durch die schlechte Wirtschaftslage in Deutschland nach dem Ersten Weltkrieg bedingt. Justin Tannhauser und Siegfried Rosengart betrieben damals in Luzern eine Filiale ihrer Münchner Galerie. In Zürich eröffnete Toni Aktuarius, der als französischer Zivilinternierter aus Deutschland in die Schweiz gekommen war, 1924 seine Galerie. Ausgelöst durch die Wirtschaftskrise in den 1930er Jahren veränderte sich der Schweizer Kunstmarkt. Während es zu einem Überangebot an ausländischer Kunst kam, gerieten die Schweizer Künstler in Absatzschwierigkeiten. Gleichzeitig durften die jüdischen Kunsthändler in Deutschland ihren Beruf nicht mehr ausüben und wurden bedroht. Einer der Betroffenen war Fritz Nathan, der mit Hilfe von Oskar Reinhardt und einem Museumsauftrag mit seiner Familie in die Schweiz floh. Effekte dieser dritten Phase waren, dass die Professionalisierung der Händler auf dem Schweizer Kunstmarkt zunahm und der Konkurrenzdruck unter ihnen anstieg. Und wie verhielt es sich mit der finanziellen Lage der potenziellen Kundinnen und Kunden? Wer konnte und wollte sich damals noch Kunst leisten? Es gab bereits einige wichtige Sammlerinnen und Sammler wie Oskar Reinhardt, Arthur und Hedi Hahnloser Bühler, Ottmar Huber, Hans E. Meyenfisch und andere mehr. Dazu stieß nun Emil Bürle, der erste Käufe bei Siegfried Rosengart in Luzern tätigte und dann ab 1936 bei Toni Aktuarius in Zürich französische Meister zu kaufen begann. Nach einigen Erwerbungen, darunter auch eine Gauguin-Fälschung, nahm Bürle immer häufiger die Dienste von Fritz Nathan in Anspruch. Später kaufte er auch bei Walter und Marianne Veilchenfeld einige Werke und weitere vor allem in den USA. Weshalb es gerade diese jüdischen Kunsthändler waren, die Emil Bürle die gewünschten Kunstwerke vermittelten, lässt sich erklären. Wie ich in meiner Arbeit zeige, hatten sie diese Werke von Anfang an in ihrem Angebot. Von Kassierer über Flechtheim, Veilchenfeld,
Tannhauser, Rosengart, Aktuarius und andere, war die französische Kunst vermittelt worden. Sie kannten sich damit aus und waren mit den entsprechenden Sammlerinnen und Sammlern in Kontakt. Deshalb ist es eine Illusion zu meinen, man hätte zu einem beliebigen Händler gehen können, um solche Werke zu erwerben oder gar zu verkaufen. Denn der Markt war bereits damals spezialisiert. Diese Frage kann ich so nicht beantworten, weil ich mich mit diesem Forschungsgebiet nicht explizit auseinandergesetzt habe. Ich gehe jedoch davon aus, dass der biografische Hintergrund Bürles in seiner Einstellung gegenüber dem deutschen Regime und den jüdischen Zeitgenossen eine große Rolle spielte. Dazu möchte ich betonen, dass es mir bei meinen folgenden Überlegungen weder darum geht, Bürles Handeln zu rechtfertigen, noch ihn als Opfer darzustellen. Wie wir alle wissen, hat der Erste Weltkrieg Bürles Jugendtraum vom Dasein eines Kunsthistorikers zunichte gemacht. Die Wiege seiner Kunstleidenschaft war die Deutsche Nationalgalerie unter Hugo von Tschudi. Es war dieselbe Sehnsucht, die auch Oskar Reinhardt verspürte, nämlich die Entstehung der modernen Kunst in ihrer Entwicklung aus der französischen Malerei nachvollziehbar zu machen. Zweifellos wurde Bürle schon früh klar, dass er wirtschaftlich erfolgreich sein musste, um sich seinen Wunsch nach eigenen Bildern erfüllen zu können. Ganz nach dem Motto, wenn ich wirtschaftlich auf solider Basis stehe, kann ich mir eine erstklassige Bildersammlung leisten. Ich stellte mir die Frage immer wieder, ob Emil Bürle keine Gewissenskonflikte hatte, weder in Bezug auf seine Waffenverkäufe noch in Bezug auf den Kauf von Werken aus ehemals jüdischen Sammlungen. Dazu findet sich in einem Brief von Bürle an die Bundesanwaltschaft betreffend die Raubgutbilder in seiner Sammlung eine Textstelle. Er spricht dort davon, dass es ihm peinlich wäre, sogenanntes Raubgut in seiner Sammlung zu haben. Sein Image als integrer Kunstsammler bedeutete ihm also sehr viel. Daneben fällt auf, dass zwei bedeutende Berater Bürles, Fritz Nathan und Arthur Kaufmann, jüdischer Herkunft waren, was Bürle nicht zu stören schien. Da mein Forschungsschwerpunkt nicht auf Bürle lag, kann ich auf diese Frage nur mit ein paar Beobachtungen aus der Perspektive einzelner Kunsthändler eingehen. Wie bereits erwähnt, hat Bürle bei Siegfried Rosengart in Luzern und Toni Aktuarius in Zürich mit dem Sammeln von französischer Kunst begonnen. In der Zürcher Kunstszene stieg Aktuarius während der 1930er Jahre zu einem der bedeutendsten Händler und Galeristen auf und Bürle gehörte damals zu seinen größten Kunden. Seine Bilderkäufe spielten sich zwar im privaten Rahmen ab, doch müssen wir uns im Klaren sein, dass die Einnahmen aus den hochpreisigen französischen Werken essentiell waren, weil Aktuarius damit die zeitgenössische Schweizer Kunst förderte. Daraus folgt, dass sowohl die Galerie Aktuarius als auch die zeitgenössische Schweizer Kunst auf den Verkauf von hochkarätigen Werken angewiesen war, das heißt in unserem Fall indirekt von den einträglichen Waffengeschäften Bürles profitierten. Wie mir die Tochter von Aktuarius, Yvonne, erzählte, verkehrten die Familien Aktuarius und Bürle in unterschiedlichen Gesellschaftskreisen. Toni Aktuarius pflegte Freundschaften in seinem jüdischen Umfeld. Traf man sich zufällig in den Ferien, schaute die Kunsthändlerfamilie zu den Bürles auf, die in einem Hotel für wohlhabende Gäste logierten und deren Tochter Hortense hervorragend Schlittschuh lief. Die Beziehung Bürles zum Kunsthändler Fritz Nathan, der immer stärker zum Rivalen von Aktuarius wurde, gestaltete sich anders. Nathan entwickelte sich, wie schon gesagt, mit der Zeit zum Berater Bürles,
Nach dem Zweiten Weltkrieg sind die beiden auch miteinander herumgereist, um Kunstwerke für Bühle einzukaufen. 1952 zog Nathan dann von St. Gallen nach Zürich in die Nachbarliegenschaft Bürles. Was sprach für Nathan als Berater? Neben seinen exzellenten Kenntnissen des europäischen Kunstmarkts stechen auch einige biografische Parallelen im Leben der beiden Männer hervor. Geboren in den 1890er Jahren, hegten beide den Berufswunsch, Kunsthistoriker zu werden. Anstatt diesen Traum umzusetzen, haben sie als Deutsche am Ersten Weltkrieg teilgenommen, nach dem Krieg geheiratet und eine Familie gegründet, sodass sie auf wirtschaftliches Fortkommen angewiesen waren. Und es fragt sich, ob sich aus diesen prägenden Erfahrungen und dem hohen Stellenwert, den die Beschäftigung mit Kunst schon früh bei ihnen einnahm, ein übereinstimmendes oder vergleichbares Mindset herausbildete, welches die beiden eng miteinander verband. Dass Nathan von der Redaktion der kulturellen Monatsschrift Du im Jahr 1959 dazu eingeladen wurde, seinen Werdegang unter dem Motto »Wie man Kunsthändler wird« zu erläutern, spricht für sein großes Renommee, welches er sich im Laufe der Jahre erarbeitet hatte. Im Schweizer Kunsthandel war er zu einer der wichtigsten Referenzpersonen geworden. Wer sich von ihm beraten ließ, gehörte eindeutig zur Kunstelite, sei er Politiker oder Wirtschaftsführer. Dazu möchte ich nur zwei Punkte erwähnen. Das Fehlen von Geschäftsunterlagen der Galerie Actuarius stellt ein großes Manko, vor allem für die Provenienzforschung, dar. Außerdem steht die Einbettung meiner Forschung zu den jüdischen Kunsthändlern und Galeristen im Kontext der anderen Kunstvermittler noch aus. Wie Lukas Glor in wenigen Sätzen die Botschaft der Sammlung Bürle beschreibt, ist ihr zentrales Thema, ich zitiere, die schrittweise Ausformung einer neuen künstlerischen Freiheit seit dem Impressionismus als Grundlage für die Malerei der Moderne im 20. Jahrhundert. Zitat Ende. Gerade jüdische Sammlerinnen und Sammler teilten mit Bürle dieselbe Leidenschaft für die Kunst. Um ihrem Schicksal Rechnung zu tragen und faire Lösungen zu finden, ist es endlich an der Zeit, die Restitutionsforderung dieser Familien im Sinne des Washingtoner Abkommens und der Erklärung von Theresienstadt von unabhängiger Seite prüfen zu lassen.